Hallo, wieder ein Beispiel aus der Geschichte lernen, die Zukunft zu meistern. Die St. Ulrich-Kirche, Altenstadt, genuin eine der ältesten elsässischen Kirchen. Am deutschen südpfälzischen Weintor, südlich vorbei, gelangt man in das französische Weißenburg, Wissembourg. Ein Ortsteil ist Altenstadt. Altenstadt war eine durch den römischen Feldherrn Drusus erbaute Festung, ca. 10 vor Christus. Im Jahre 407 verwüsteten die Alemannen diese römische Anlage. Im Jahr 496, nachdem die Franken die Alemannen vertrieben, wurde der Ort wieder aufgebaut. Ende des 8. Jahrhunderts war die Ortschaft im Besitz Karl dem Großen. Bauchronologie der Kirche St. Ulrich. Romanischer Ursprung, 10. bis 11. Jahrhundert. Errichtung des Mittelschiffs, 12. Jahrhundert. Angliederung des Turms. Wie bei vielen historischen Bauten wurden auch hier epochenabhängige bauliche Veränderungen bis in das 20. Jahrhundert vorgenommen. Die Ursachen waren häufig Zerstörungen durch Kriege, aber auch durch Naturkatastrophen. Die Gesamtarchitektur, Romanik und etwas Gotik. Die dreischiffige Romanik, innen auch bei Sonnenschein sehr dunkel und düster. Viele Glasfenster wurden erneuert. Interessant, der Apsisbereich, der Chor und die Totenkapelle aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Gotik, lokalisiert in der Verlängerung des ursprünglichen Chors, der heutigen Vierung. Ein achteckiges, roter Sandstein, Taufbecken gotischen Stils aus dem 15. Jahrhundert. Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert während der Bauernkriege erheblich beschädigt. Bis ins 20. Jahrhundert wurden noch Restaurierungen und Erneuerungen vorgenommen. Der Altar im Chor ist aus gelbem Sandstein gefertigt.